Da bin ich wieder. Ich habe euch heute 8 Weihnachtsdüfte von IBM mitgebracht. Ja, Weihnachten, es ist tatsächlich bald wieder soweit. Ich kann es ja auch kaum glauben. Geistig bin ich irgendwie immer noch eher so im Garten, im Pool. Aber naja, es ist halt so. Ne? Und da dachte ich mir, ich bringe euch mal 8 Weihnachtsdüfte mit. IBM hat natürlich noch viel mehr, aber das sind die, die mir so vor die Flinte kamen und die ich persönlich irgendwie so ganz schicki finde. Und vielleicht ist ja auch der ein oder andere Treffer für euch dabei. Man weiß es nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Ich fange einfach mal an. Als erstes mit North Pole. North Pole, Pfefferminzstangen und cremige Vanille. Viel mehr steht da nicht. Und viel mehr riechen wir auch nicht. Was aber gar nicht schlimm ist, weil das ist richtig lecker. Es ist also eine ganz tolle Pfefferminze. Kein Spearmint, keine Kaugummiminze, wie ich immer so schön sage. Nein, es ist wirklich richtig leckere Pfefferminze. Dann ist eine schöne Vanillenote dabei. Und auch tatsächlich zuckrig, süß, das Ganze ein bisschen. Also es riecht wirklich sehr, sehr lecker. Erinnert mich sehr schwer an diese Zuckerstangen, diese Minzzuckerstangen, diese rot-weiß geringelten Teile. Sehr, sehr lecker. Der klappert. Warum klapperst du? Ach, da ist ein kleines Eckchen drin. Naja, ich habe schon ein bisschen vorgedüftelt. Ich habe schon mal ein bisschen... es riecht einfach lecker. Ich konnte es nicht lassen. Das muss ich ehrlich sein. Machen wir mal schnell weiter. Maine Winter Night. Maine Winter Night. Wir sollen haben Eukalyptus, Lavendel, Kiefer, Rosmarin, Zeder und Eichenmoos. Und das ist ein... Mein Hund bellt. Lasst euch nicht stören. Der meckert, weil ich ihn ausgesperrt habe. Gucke gleich. Ja, also nochmal. Wir sind jetzt hier beim... Entschuldigung. Ist gut, komm gleich. Main Winter Night. So, nochmal. Eukalyptus, Lavendel, Kiefer, Rosmarin, Zeder und Eichenmoos. Und jetzt nochmal. Wir haben hier wirklich also einen sehr, ich sage mal ganz gern, organischen Duft, weil er riecht tatsächlich sehr pflanzlich. Ja, also wir haben hier wirklich Kiefer und zwar wie so eine frisch abgebrochener Astkiefer riecht das. Also sehr harzig auch, grün, sehr holzig. Dazu kommt Eichenmoos, macht das Ganze noch einen Ticken organischer, also unterstützt dieses organische, pflanzliche Gefühl, sage ich mal. Und Rosmarin gibt so eine kleine Würzigkeit dazu. Zeder macht es ganz ein kleines bisschen herb. Eukalyptus gibt einen ordentlichen Schuss Frische dazu. Das heißt, wir können hier schön durchatmen dabei. Ja, das macht also, man kriegt richtig gut Luft dabei. Lavendel geht tatsächlich hier ein bisschen unter. Rieche ich jetzt nicht wirklich. Ein sehr frischer, grüner, organischer, pflanzlicher Duft, der wirklich sehr was von sehr waldig ist, sehr frisch, sehr, ja, also, ich liebe es. So, machen wir weiter. Winterberry Wonderland. Winterberry Wonderland. Rote Winterbeere, Apfel, Cranberry, Kamelienblüte und Vanille. Entschuldigung. Das ist mein Hund, der im Hintergrund Terror macht, aber ich mag nicht nochmal anfangen jetzt. Gehört einfach irgendwie mit dazu. Ja, also wir haben hier tatsächlich Beeren. Mir kommt also als erstes wirklich eine deutliche Beeren, rote Beerennote entgegen. Das kommt mir wirklich als erstes entgegen. Also und dann Frucht dazu, sprich Cranberry und der Apfel, sind hier wirklich sehr, sehr eng beieinander und sehr präsent. Das Ganze hat also ein sehr, sehr fruchtiges Aroma. Kamelienblüte unterstützt gibt so ganz leichten floralen Touch rein, aber nur so ein kleines bisschen verspielt. Und Vanille, ja, gibt so einen runden Abschluss dazu. Also im Grunde genommen ein sehr fruchtiger Duft nach roten Beeren, Apfel und Cranberry. Wer also Cranberry gerne riecht, da ist ein ordentlicher, guter Schuss drin. Das Ganze, wie gesagt, ein bisschen... Entschuldigung,
mit ein bisschen florale Kamelienblüte und Vanille. So, mein Hund macht mich gerade fertig. Ich bringe mich völlig aus dem Konzept hier. Okay, kommen wir jetzt zu Old World Christmas. Old World Christmas. Wir sollen haben Zitrusfrüchte, Orangenschale, Zimtstange und Nelke. Und hier kommt also, das hat fast was von Kinderpunsch, weihnachtlicher Kinderpunsch. Wir haben hier wirklich Orange und Zitrusfrüchte. Ah, dann dazu Nelke und Zimtduft. Und es riecht wirklich, als hätte ich meinen Kindern so ein Weihnachtsglühwein gemacht. Natürlich ohne Wein, ja. Aber wie ich das früher so gemacht habe, wie so ein Kinderfrüchtepunsch, ein weihnachtlicher. So duftet das und das ist richtig, richtig lecker. Also ich finde es sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Muss ich wirklich sagen. Also ein wirklich toller Duft. Wenn der jetzt, sagen wir mal, noch so eine leichte alkoholische Note dabei hätte oder so, so leicht ins Weinige gehen würde, wäre das zum Beispiel auch ein klasse Glühweinduft. Muss ich mal so sagen. Kommen wir jetzt zu Elf Sweat. Wir sollen haben Pfefferminzzuckerstangen, da sind sie wieder, wie vom Anfang. Und cremige Vanille, insgesamt also sehr ähnlich zu dem ersten Duft North Pole, den wir hatten. Aber der gestaltet sich tatsächlich ein bisschen anders. Ich hole mal kurz den North Pole dazu. Also sie sind sich sehr ähnlich. Aber tatsächlich ist der Elf Sweat ein bisschen weicher von der Minze her. Der North Pole hat ordentlich Pfefferminze drin, also richtigen Schuss. Ja, also eine gewisse Herbe, muss man sogar sagen, ein bisschen. Das wiederum hat der Elf Sweat nicht. Ist auch sehr leckere Pfefferminze hier, sehr schöne Vanillenote dabei. Wir haben auch wieder dieses Gefühl dieser Zuckerstangen, dieser rot-weiß gestreiften, ja. Und ist insgesamt, wie gesagt, sehr ähnlich zum North Pole, aber milder. Ja, wer also mehr Pfefferminze, also mehr durchatmen möchte, mehr Bums braucht, der nehme North Pole. Wer es etwas seichter mag, etwas, ja, ich will jetzt nicht sagen foodiger, aber so diese Richtung halt etwas süßer, der nehme den Elf Sweat. Und dazu muss ich noch sagen, das Wachs, das sieht super, super hübsch aus. Ihr seht, ich habe schon ordentlich was verdüftet, aber ihr seht hier oben drauf, ja, sind so Glitzersternchen. Wenn man das Ganze umdreht von unten, wenn ihr mal gucken könnt, hier ist also richtig was los im Wachs. Also erstmal ist es zweifarbig, oben rot, unten weiß. Und dann haben wir unten noch so richtig bunte, so Pailletten und Glitzer drin und noch goldene Sternchen und all solche Sachen. Also das ist auch richtig hübsch, wenn das in der Lampe ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es sieht auch richtig hübsch aus, wenn das so richtig in Wallung ist sozusagen und das Wachs durch die Wärme ordentlich durchgewallt wird. Da sind diese kleinen Stückchen echt immer wieder auch am Trudel und das sieht auch richtig hübsch aus. Also einfach nur so zum Reingucken, obwohl man sich wahrscheinlich ein bisschen doof vorkommt, wenn man so über der Duftlampe hängt und da die ganze Zeit reinguckt. Aber es sieht einfach hübsch aus, muss ich mal so sagen. So, Winter Wonderland, da sind wir jetzt unterwegs und wir haben Winterbeeren, Zimt, Nelke, Vanille und Moschusnoten. So, oh, das ist ein toller Duft. Das ist ein toller Duft. Er ist schön, ich mag ihn. Schön frisch. Als erstes haben wir hier tatsächlich wieder so eine Beerennote, ja? Und so eine Zitrusnote ist auch mit dabei, aber wird schön abgefangen durch Vanille. Ein kleines bisschen Zimt haben wir, Nelke rieche ich eigentlich fast gar nicht. Und wenn, dann nur ganz dezent im Hintergrund mit so einem ganz leichten Ticken Herbe. Und Moschus gibt eine schöne, weiche Rundung unten rein. Es ist irgendwie ein ganz toller Duft. Ihr seht, auch den habe ich schon fleißig gedüftelt. Ah, er ist also schön frisch, zitrisch, lecker. Macht richtig Spaß. Also der macht richtig, richtig Spaß. Und ich finde irgendwie, dass dieses Hellblau total gut zum Duft passt. Ich weiß nicht warum, aber ist einfach irgendwie so. Bei mir passt das irgendwie so kopftechnisch komplett dazu. Kommen wir jetzt zu Christmas Blender. Wir sollen haben Orange, Zimt, Nelke und Zeder.
Und wir haben hier tatsächlich als erstes eine Orange. Ja. Und wir haben Holz, also die Zeder. Und wir haben auch Zimt dabei. Die Nelke ist wieder unter ferner Liefen. Also, wer Angst vor Nelke hat, gibt einen ganz leichten herben Hauch rein. Aber nur einen ganz leichten herben Hauch. Nicht viel. Ist, wie gesagt, kaum wahrnehmbar, ist einfach so, schwebt da so mit. In erster Linie ist es wirklich ein Orangenduft mit Zimt und Holzummalung, sprich Zeder und ein kleines bisschen Nelke unten drunter. Ein sehr schöner, frischer Duft oder fruchtiger Duft auch, der auch richtig lecker ist und wie ich finde, auch irgendwie total weihnachtlich durch Orange, weil das sind ja nun mal für uns hier Winterfrüchte, sage ich jetzt mal so, weil im Sommer gibt es ja kaum Orangen zu kaufen, die gibt es ja hauptsächlich im Winter. Beziehungsweise da schmecken sie einfach auch am besten, mir jedenfalls. Und dann den Zimt dazu. Für mich ist das irgendwie total weihnachtlich und das ist sehr, sehr lecker auch abgemischt. Also macht richtig Spaß, der Duft. Habe ich auch schon öfter drin gehabt in der Lampe. So, kommen wir jetzt zum letzten. Tis the season. Wir haben Nelke, Zimtstangen und Vanille. Das ist ein sehr schöner Duft. Ganz weich, viel Vanille. Ein bisschen Zimt, ein bisschen Nelke, obwohl Nelke auch wieder eigentlich ganz wenig nur. Und putzigerweise, ich traue mich das gar nicht zu sagen, aber ich weiß nicht warum, mein Zinken hier hat bei diesem Duft eine leichte Bananennote mit drin. Strange. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich rieche da Banane mit raus. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ist aber bei mir so. Wenn das euch auch so geht, solltet ihr diesen Duft kennen, schreibt mir bitte mal, ob ihr da auch irgendwo Banane riecht oder ob nur meine Nase da spinnt. Aber es ist irre lecker. Also ein sehr schöner, weicher, cremiger Duft. Und er ist lecker. Er ist wirklich lecker. Also wie gesagt, Vanille, Zimt, Zucker, fast auch so ein bisschen milchig. Ja, und ein Schuss Banane. Es tut mir leid. Für mich ist da irgendwo auch Banane dabei. Was mich persönlich überhaupt nicht stört, weil ich liebe Bananendüfte. Also als solches feiere ich den mal richtig. Den Duft. Obwohl da irgendwo nirgendwo was von Banane steht, aber ich rieche es. Für mich ist da ein Bananenduft mit dabei. Wie gesagt, wenn ihr was dazu sagen könnt, schreibt es mir doch bitte mal in die Kommentare, ob meine Nase spinnt oder ob ihr da auch irgendwo Banane riechen könnt. So, ihr Süßen, das war mein kleiner Spaziergang über die Weihnachtsdüfte, Weihnachtswinterdüfte von IBM. Wie gesagt, es gibt auch noch viel mehr. Wird wahrscheinlich auch noch ein Video von mir dazu kommen, weil ich habe jede Menge davon hier zu Hause. Und IBM hat einfach eine tolle Duftpalette, muss ich einfach sagen. Also nur mal so am Rande. Ich bin tatsächlich ein großer Fan von IBM-Düften. Und als solches werde ich da sicherlich öfter Filme von machen, weil ich finde sie einfach toll. Ich habe Unmengen davon zu Hause. Ich habe also, ich weiß nicht, IBM hat, ich glaube, über 400 Düfte in der Duftpalette. Und ich habe locker, also über die Hälfte davon habe ich hier. Ich musste sie einfach haben. Die riechen auch wirklich alle toll. Aber da, vielleicht mache ich irgendwann mal ein Special aus meinen absoluten Top-IBM-Düften. Da kann ich euch jetzt schon sagen, da ist Nackt Champa ganz oben. Der Räucherstäbchenduft. Okay, ihr Süßen, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Trotz der musikalischen Untermalung. Danke, Fritzi, an dieser Stelle für deine sehr kraftvolle und tolle Unterstützung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte jedenfalls welchen und macht's gut. Wir sehen uns wieder. Tschüss.